Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einem Arcade Full of Cats zusammen mit Noel. Hallo. Heute geht's ab ins Jahr 1995. Was ist 1995 Spannendes passiert? Weiß ich doch nicht. Okay. Ich kann gerne auch schauen. Ja, ich glaube, das ist eine Idee. Das bin dass du nachschaust. Sollen wir uns jetzt Ich schau erstmal dir. die Ah, oh, das hätten wir die Katzen. ganze Zeit machen müssen. Immer schauen, was so Eigentlich Spannendes im schon. Jahr passiert ist. Ich freue mich schon, wenn wir ins Jahr 2000 kommen. Oh. Okay, wir haben alle Katzen hier draußen gefunden. Das war schon? Damn, ich kann 2-0. immer hinschauen. Okay. Gehen wir da mal. So, spannende Ereignisse 1995. Dem Splitscreen machen, ich kann das hier nicht lesen. Da ist voll viel passiert. Ja, ich mache mir nur. Ja, eine Reform brauchen wir jetzt nicht. Bloß Deutschland oder auch. Ja, du kannst ja mal ein bisschen schauen. Irgendwas einfach. Österreich, Schweden und Finnland treten der EU bei. Ah ja. Ich wusste irgendwas mit EU war da. Ja, das Freihandelsabkommen zwischen Litauen und der EU tritt in Kraft. Oh, in Deutschland wird die Pflegeversicherung eingeführt. Lol, das war 95? Krass. Die Menschen haben früher gelebt wie Höhlenmenschen. Durch die Privatisierung der Deutschen Bundespost entstehen die Aktiengesellschaften Deutsche Post AG, Deutsche Postbank AG sowie die Deutsche Telekom AG. Ja, strong, Junge, danke dafür. Der norwegische Raketenzwischenfall führt dazu, dass der russische Präsident Boris Jelzin den Atomkoffer aktiviert. Der erste und bislang einzige Vorfall dieser Art. Wait, Was ist der Atomkoffer? what? Ist es vielleicht der Koffer, in dem der Knopf halt ist? Dass sie es Koffer nennen? Als Atomkoffer werden jene Systeme bezeichnet, über die Präsidenten der USA, Frankreich und Russland den Einsatz von Atomwaffen autorisieren können. Krass. Okay, Großbritannien kann das einfach nicht machen. Die haben zwar Atomwaffen, aber der Präsident kann das nicht. Das muss der König machen, ne? Immer noch so. Wie Katzens! Bro, das ist Simpsons-Anspielung! Ach, cool. Also, so war's Januar. Das war um einiges mehr, aber egal. Februar. Das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Rumänien. Okay. In Islamabad wird Ramzi Ahmed Youssef festgenommen, ein Verdächtiger, der Drahtzieher beim Bombenanschlag auf das World Trade Center. Damn. Bombenanschlag aufs World Trade Center 95? Was war das Bombenanschlag auf. Ich wusste nicht, dass es da schon davor mehrere Anschläge gab, dass das so ein bekanntes Ziel war. Hä? Warum steht das Bombenabschlag vom World Trade Center 1993? Ja, vielleicht war Und der 93 da schon beteiligt. kostet 6 Menschen das Leben, während über 100 Personen, 1000 Personen verletzt wurden. Es war in der Tiefgarage vom World Trade Center. Krass. Ja, die hatten es also schon länger, aber Junge, yo! Da hab ich damals noch nicht mitgekriegt, ne? Alter, hat es das auseinandergenommen. Holy shit, wie das überhaupt noch stehen konnte. Ja, aber wir wissen doch. Nee, okay, wir reden jetzt nicht hierüber. Mir fehlen noch fünf fucking Katzen. Ach, nee. Pakistan hat ihn ausgeliefert. Oh, das sind zwei, ist ja schon. 240 Jahre Haft hat er bekommen. 240? Ja, das ist Amerika. Digga, Junge, es ist so dumm. Das Es ist so useless, warum? ja,
Weißt du, wenn man noch 16 Jahre wieder draußen ist bei der Mockensache? Ja, warum sagt man nicht einfach lebenslänglich und fertig? Ja, lebenslänglich in Deutschland sind 16 Jahre, ist auch nicht gut. Ja, aber warum sagt man nicht lebenslänglich und lebenslänglich ist lebenslänglich? Weiß ich doch auch nicht. Die haben einfach Jahre für jede Straftat, die werden einfach zusammengerechnet. Die machen sich die Arbeit leicht. Weißt du, damit es ein bisschen dramatischer wirkt. Damit der Weiße kommt nie wieder raus. Du weißt auch, wenn ich lebenslänglich sage. Hä? Hab ich da gerade eine Katze gefunden beim Scrollen? Stabil. Ach, krass. Mir fehlt noch eine und zwei Versteckte. Aha! Eine und eine Versteckte. Das Schengener Durchführungsübereinkommen von 1990 tritt in Kraft. Die Schengener Abkommen sind internationale Übereinkommen, insbesondere zur Abschaffung der stationären Grenzkontrollen an den Binnengrenzen der teilnehmenden Staaten. Oh, ich muss Insekten sammeln. Oh nein. März und April ist jetzt nicht ganz so spannend. Oh doch, im April nochmal. Der Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus wird gegründet. Nice. Britannien die Besetzung der Ölplattform Brent Spar durch Greenpeace-Aktivisten. Mai. 1. Mai. Beitritt Liechtensteins zum europäischen Wirtschaftsraum. Strong. 6. Mai. Die ersten freien demokratischen Bundes- und Regionalwahlen in Äthiopien. Ja, was ist denn da abgegangen? Der sechsjährige Gündin Chöki Niyama wird zum 11. tibetischen Pänchen Lama, ist wahrscheinlich der König oder sowas, drei Tage verschwindet er zusammen mit seinen Eltern. Die chinesischen Behörden erklären später, dass er an einem sicheren Ort verbracht worden sei. Ja, okay, natürlich. 14. Mai, Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau bleibt Ministerpräsident. Er bildet später die erste rot-grüne Koalition in NRW. Ha, sind wir im Juni schon? Der Bundestag billigt einen Bosnien-Einsatz der Bundeswehr. Wait, was ist ein 5 und US? Die ethnische Säuberung der Stadt Srebrenica beginnt einen Tag nach der Eroberung durch Truppen der bosnischen Serben. 40.000 Einwohner werden zunächst nach Geschlechtern getrennt. Bro, was? Holy shit. Mann, ich finde die letzten zwei Katzen nicht. Sind schon wieder bei zwei? Holy shit. Ja, eine normale und eine versteckte, aber ich finde die beide nicht. Oh. 21. Juli, auf einer internationalen Krisenkonferenz über Bosnien und Herzegowina sprechen sich Frankreich, Großbritannien und die USA gegen den Widerstand Russlands für massive Luftangriffe auf Stellung der bosnischen Serben aus.
28. Juli. Die Mitgliedstaaten der EU unterzeichnen das Europol-Übereinkommen. August 95. Der Kruzifixbeschluss des Deutschen Bundesverfassungsgerichts vom 16. Mai wird veröffentlicht. Also in der Bayerischen Volksschulordnung verlangte Anbringen eines Kreuzes im Klassenzimmer wird als Verstoß gegen die im Grundgesetz verankerte Religionsfreiheit bewertet. Die Entscheidung löst heftige politische Diskussion aus. 24. August, Veröffentlichung von Windows 95. Das sind die wichtigen News. Die NATO beginnt mit der Operation Deliberate Force im Bosnienkrieg mit Luftschlägen gegen militärische Objekte und Stellung der bosnischen. Haben die sich nicht erst gewehrt gegen? Nee, den. Weißt du? Russland hat sich doch gewehrt, oder? Russland hat sich gewehrt? Ja, keine Ahnung. Brechen sich Frankreich, Großbritannien und die USA gegen den Widerstand Russland? Ah, ja, lol. Es war ja diese 3-Tage-Bombardierung oder so. Ja, die Kriegsverbrechen. Digga. Es könnte nicht so schwierig sein, diese offene Katze zu finden, at least. Nein, ich wollte nicht rein. Deutschland und San Marino nehmen diplomatische Beziehungen auf. Was? Ja. Okay, stabil. Mazedonien wird in den Europarat aufgenommen. Lettland stellt Antrag auf Aufnahme in die EU. November. Die Ukraine wird in den Europarat aufgenommen. Estland stellt den Antrag auf Beitritt in die EU. Aha, Dezember. Antrag Litauens auf Aufnahme in die EU. Die Staats- und Regierungschefs der EU eignen sich auf den Euro als gemeinsame Währung. Man vereinbart den 1. Januar 99 als Einführungsdatum. Stimmt. Das war vor 95. Haben wir noch ein bisschen wirtschaftlichen Shit. Wirtschaft und Technik, Kultur. Was haben wir denn da? Das war die letzte Katze, for real? Gott. Für München organisierten Lokalpolitiker, Wirtschaftsverbände und Medien einen sogenannten Biergarten, eine sogenannte Biergartenrevolution gegen vorgezogene Sperrstunden für Biergärten. Ja! Für Biergärten. Gut so! Geil. Münchner bei einer Demonstration zum Halte Biergartenkultur auf die Straße gehen. Geil. Ja, ich wäre mitgegangen. Jo. Ah, oh Mann, Junge. Oh, die Gründung des Deutschen Museums Bonn. Krass.
Es fehlt noch eine versteckte. Ja. Ich weiß nicht, wo ich nicht schon hingeklickt habe. Boah, Michael Schumacher wird zum zweiten Mal Formel 1 Weltmeister in Benetton. Ich finde schön. Hä? Okay. Katastrophen. Japan, Russland, Südkorea, Chicago. Ja. Oh mein Gott. Wo bist du, Bitch? Geboren. Ja, welche berühmten Persönlichkeiten sind da geboren? 95. Junge, das geht nach Monaten. Weißt du, wie viele Leute da geboren sind? Ich glaube nicht allzu viel. Oh doch, das ist lange. Ja, wir müssen es jetzt nicht durchgehen. Ich flieg gerade rüber, um mich irgendwie zu sagen. Aber ich glaube, ich kenne keinen von 95. Ist ein bisschen zu nah. Doch, Markus Eisenschmidt. Deutscher Eishockeyspieler. Nice. Okay. Ich habe absolut keine Idee mehr, wo diese Dreckskatze sein könnte. Ich glaube, dass ich überall hingeklickt habe. Das erste Mal, dass wir keine 100% haben. Ich könnte da oben einfach auf Hilfe drücken. Aber dafür ist mein Ego zu groß. Aber ich habe keine Ahnung. Ganz schön viel Deutsche hier. Vielleicht, was eine deutsche Liste ist. Ja, es sind auch Niederländer und Franzosen und Finnen dabei, aber übermäßig ist es eigentlich deutsch. Ja, vielleicht war es halt ein deutsches Jahr. Russisch auch. Vielleicht war es ein deutsches Jahr. Ja, ich finde die nicht. Drück auf die Hilfe. Digga! Wie? Was? Hä? Was? Hä? Oh lol, wenn man Rechtsklick macht, kommt man. Oh krass. Hä? Die war doch da. Ist sie jetzt woanders hin, weil du auf Hilfe gedrückt hast? Das glaube ich nicht. Hä? Nein! Was muss ich anklicken hier? Ich muss einen Code eingeben an den Spieldingern da. For real? Keine Ahnung. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, BA. Nein! No Nein! Fucking way! No fucking way! Nee, no fucking way! Wo hast du denn jetzt her? Da. Alter, wie soll man denn darauf kommen? Ich hab den gesehen und hab mir gedacht, so vielleicht muss ich den da eintippen. Nee, Digga, so ist das Game nicht. Bullshit. Ja, raus hier, Bro. Da können wir endlich das 20. Jahrhundert hinter uns lassen und kommen endlich ins beste Jahrhundert. Ins 21. Das war das letzte normale Level. Wir haben 2000 dann noch und dann können wir 18, 90, 17, 20, 3000 und 65 Millionen. Ja, wir haben 5 Folgen noch vor uns. Aber jetzt will ich erstmal sagen, was ist mit der. Lass doch ein Like und ein Abo, wenn es dir gefallen hat. Schau beim nächsten Mal vorbei und tschüss.